On the edge, watch him! Eden! Ein Spielfeld. Sechs Mann auf jeder Seite. 1,5 Tonnen Gesamtgewicht. Bist du ein bisschen nervös? Oh ja, ich habe 5 Jahre nicht gespielt. Bin ein bisschen eingerostet. Ich hoffe, es wird kein Albtraum. Vor dem Anstoß muss Benji erst einmal auf die Waage. Colchester, Südengland. Man wie Fett heißt das Projekt. Männer gegen Fett. Kicken gegen die Kilos. Benji wiegt 131. Der Coach ist weiblich und schlank. Krista kontrolliert das Gewicht, stellt die Mannschaften zusammen, betreut sie, gibt Diättipps. Denn wer hierher kommt, hat oft einen langen Weg hinter sich. Männer reden nicht gern über ihre körperlichen Schwächen. Die Jungs gehen ins Pub, sie trinken einen, reißen Witze, nennen sich fetter Fred oder bauchiger Bob. Und sie hängen ab und necken sich. Aber nur wenige haben den Antrieb, zu Man wie Fett zu kommen oder sonst was zu unternehmen. In Colchester spielen inzwischen rund 80 Männer. Jeden Mittwochabend in 8 Mannschaften. Und jeder wird vor dem Spiel gewogen. Denn nicht nur Tore zählen bei Man wie Fett. Die abgenommenen Pfunde geben Zusatzpunkte. Eine Woche zuvor haben sie sich eintragen und ihr Startgewicht messen lassen. Heute vor dem ersten Spiel werden sie wieder gewogen. Liam hat 4,5 Kilo abgenommen. Er wollte gut vorbereitet sein. Wie Benji ist er zum ersten Mal da. Und dann kommt der Star der Mannschaft, Ben. Er spielt schon die 3. Serie mit, hat seit vergangenem Herbst 25 Kilo abgenommen, wiegt nur noch 92. Krista ist die Seele von Man wie Fett. Für jedes Team hat sie eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. So betreut sie die Jungs auch unter der Woche. Viele haben seit Jahren nicht mehr gekickt, hatten geglaubt, sie seien zu fett für Fußball. 20 Stone nennen sich die Männer in Orange. 20 Steine. Aber geschrieben wie der FC Twente, der holländische Spitzenclub. Stone ist ein altes englisches Gewichtsmaß, 6,3 Kilo. Auch die anderen Teams haben beziehungsreiche Namen. FC Barcelona, Borussia Donat oder Bayern Munchies, die Bayern Mampfer. Trotz der Anspielungen, Fußball ist eine ernste Angelegenheit in England. Benji, 5 Jahre ohne Spielpraxis, muss erst mal draußen warten. Es geht gar nicht gut los für die 20 Stone. 15 Sekunden gespielt, der Gegner, die Little Piggies, die kleinen Schweinchen, gehen in Führung. Durch dieses Schüsschen. Gespielt wird auf einem Kleinfeld. 6 Mann pro Team, 2 mal 15 Minuten. Benji darf jetzt rein. Die 20 Stone spielen zum ersten Mal zusammen. Benjis erster Pass landet gleich beim Gegner. Es wird fliegend gewechselt. Draußen warten immer 4 Ersatzspieler. Wer nicht mehr kann, geht raus. Das geht bei einigen ziemlich schnell. Liam ist völlig außer Puste. Das erste Mal Sport seit 2 oder 3 Jahren. Ich bin echt kaputt. Wie viele Minuten hast du gespielt? 4 oder 5 Minuten. Heftig. Sehr heftig. Intense. Very intense. Okay. Gespielt wird mit vollem Einsatz, auf Kunstrasen. Schürfwunden sind garantiert. Liam ist wieder im Spiel. Anerkennung vom Gegner. Der steht ja sofort wieder auf. Und dann? Ben verrennt sich in der Ecke,
verliert den Ball, der Gegner überspielt erst Benji, dann Allen. Tor, 3:2 für die Little Piggies. Endstand. Ja, wir haben gut gespielt. Es war das erste Spiel. Es ist ein neues Team. Viele Teams, die sind schon ein paar Runden zusammen. Darüber mussten wir schnell hinwegkommen. Eine Sache ist natürlich die Fitness. Ein paar sind ganz neu und das hier ist anstrengender als im Park zu joggen. Das weißt du erst, wenn du auf dem Platz stehst. Ich bin mehr als glücklich. Er hat ein Tor geschossen, fühlt sich gut an. Die Leistung hat sich verbessert. Benji ist 30 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder. Das fünfte ist unterwegs. Er hat 2 Jobs, um über die Runden zu kommen. Arbeitet als Sicherheitsingenieur und in einer Kindertagesstätte. Im Januar wog Benji 160 Kilo. Ich habe meinen Vater verloren, als er 38 war. Nicht, weil er fettleibig oder dick war. Ich wollte, dass ich so lange wie möglich mit meinen Kindern lebe. Und es ist witzig, oder eigentlich gar nicht witzig. Meine kleine Tochter saß auf meinem Schoß und sie wird immer ganz verrückt, wenn ich sie Babygirl nenne. Dann sagt sie, ich bin dein großes Mädchen. Aber an diesem Tag saß sie da und ich habe sie großes Mädchen genannt und sie sagte, nein, ich bin dein Babygirl. Warum? Weil ich nicht will, dass du stirbst. Das hat mich zu Tränen gerührt. Er entschloss sich abzunehmen. 35 Kilo sind bisher weg. Benji lebt eisern Diät, auch weil sein Gewicht lebensgefährlich geworden war. Meine Frau war hochschwanger. Wir fuhren ins Krankenhaus. Schon da wusste ich, mit mir stimmt was nicht. Ich wurde den Durst nicht los. Ich habe 4 Liter getrunken, alles Mögliche, Softdrinks. Ich habe alles Mögliche versucht, um diesen Durst zu löschen. Alle 20 Minuten musste ich auf die Toilette. Ich war jede Nacht auf, immer. Da habe ich die Symptome gegoogelt und war mir ziemlich sicher, was es war und dass ich was dagegen tun muss. Diabetes. 500 Milligramm Blutzucker. Benji stand kurz vor dem Koma. Er wurde insulinpflichtig. Heute sind die Werte wieder fast normal und er hat ganz andere Probleme. Meine größte Sorge beim Abnehmen ist die überschüssige Haut. Ich weiß nicht, ob ich nicht lieber fett bin, als all die überschüssige Haut zu haben. Denn wenn ich mit den Kindern im Urlaub bin, will ich ihnen nicht peinlich sein als Vater mit dem dicken Bauch oder der schlaffen Haut. Ob ihm die Operationskosten erstattet werden, weiß Benji nicht. Notfalls will er die Operation selbst bezahlen. Hauptsache, er wird die überschüssige Haut los. Benji ist passionierter Dartsspieler. Der englische Kneipensport. Es gibt kaum ein Pub ohne Scheibe. Mit seinem Kumpel Stuart trainiert er heute für die Distriktmeisterschaften. Die beiden sind richtig gut. Darts wird von einer bestimmten Punktzahl aus nach unten gespielt. Wer zuerst bei 0 ist, hat gewonnen. Für dieses kleine rote Feld, das Triple 20, gibt es am meisten Punkte. Seit 17 Jahren wirft Benji die Pfeile. Seit seinem 13. Lebensjahr. Früher hat er fast jeden Tag gespielt. Jetzt hat er zurückgesteckt wegen der Familie. Wer ist der bessere Spieler? Schwer zu sagen. Er hat so eine natürliche Begabung. Ich brauche viel Übung, um gut zu sein. Wenn ich nicht ständig übe, geht's bergab. Er packt die Dartpfeile aus, wenn er 6 Wochen nicht gespielt hat und ist immer noch gut. Wenn ich eine Woche nicht spiele, ist alles weg. Darts ist Sport, auch wenn man sich nicht allzu viel dabei bewegt. Dafür geht es um maximale Konzentration. Und genau da beginnt Benjis Problem. Er ist eigentlich zu nervös für Darts. Bier schien ihm zu helfen gegen die Aufregung. Viel Bier. Ich wollte 3 oder 4 Bier trinken, aber um die Nervosität zu bekämpfen, habe ich 10 Pints getrunken, 5,5 Liter. Das hat die Nerven beruhigt. So habe ich 10 Jahre zugebracht. 10 Pints, 3-4 Mal die Woche. 3-4 times a week.
Jetzt ist er auf Cola Light mit Wodka umgestiegen, hat weniger Kalorien und beruhigt auch. Die anderen trinken weiter Bier, denn das ist der zweite Volkssport neben Darts. In England trifft man sich nach Feierabend im Pub, oft für Stunden. Und in manche der Männer passt viel Bier. Die Insel hat ein Problem mit der Fettleibigkeit. Nicht nur wegen des Biers, auch wegen der fett- und zuckerreichen Ernährung. Außerdem sei der falsche Lebensstil schädlich, sagen die Gesundheitsbehörden. Zu viel rumsitzen, zu wenig Bewegung. Das gilt im ganzen Land, in der Hauptstadt wie in der Provinz. Etwa hier in Colchester, der 100.000 Einwohnerstadt in Essex, eine Stunde nordöstlich von London. Nach Angaben des Nationalen Gesundheitsdienstes sind 61% der Briten zu dick, 25% sogar fettleibig. Das ist einsame Spitze in Europa. Der Anteil fettleibiger Jugendlicher hat sich seit 1980 verdreifacht. Jedes dritte Kind ist dick, jedes sechste fettleibig. Die Verführungen lauern überall. Fastfood, Softdrinks. Mögliche Folgen? Diabetes, hoher Blutdruck, Darmkrebs. Dagegen gehen Ben und Liam an, buchstäblich. Sie laufen zum Fußball. Eine Stunde brauchen sie bis zum Stadion. Ben, 24 Jahre, Koch, verlobt, eine zweijährige Tochter. Liam, 29, Busfahrer, verheiratet, drei Kinder. Liam ist stolz darauf, in einer Woche schon fast 5 Kilo abgenommen zu haben. Ben kickt seit einem halben Jahr bei Man V Fat. Seither wiegt er 25 Kilo weniger. Ich mag dieses Essen. Es ist schön, gesund zu essen. Aber es ist eine harte Diät. Zu Hause habe ich keine hundertprozentige Unterstützung. Ich krieg Steak und Salat, meine Frau isst Steak, Zwiebeln, Pommes. Eigentlich will ich auch Pommes, aber ich lasse sie weg und das fühlt sich gut an. Mir geht es jetzt nicht mehr darum, noch mehr abzunehmen, sondern das Gewicht zu halten. 25 Kilo sind weg, das ist eine Menge. Und die will ich nicht wieder drauffuttern. Aber ich will auch nicht für den Rest meines Lebens von Hühnchen und Gemüse leben. Ich will ausgehen, mit der Familie eine Pizza essen, in ein gutes Restaurant, ohne mir Sorgen zu machen, was die Waage die nächste Woche anzeigt. Und weil er stolz ist auf seinen Erfolg, hat er ein Foto gepostet, das ihn in seinem alten Hemd zeigt. Inzwischen, sagt er, passen 2 rein. Meine Frau hat heute ein Foto gemacht. Ich habe es am Nachmittag in der WhatsApp-Gruppe gepostet. Ein Vorher-Nachher-Bild. Vor 2 Wochen, als mein Bauch fast den Fernseher berührt. Und eines hat sie heute gemacht, mit einem geschrumpften Bauch. Es ist echt sichtbar, dass ich abgenommen habe. Das ist gut. Sie posten sich Mannschaftsfotos, Diätrezepte. Die WhatsApp-Chats sind voller Witz und Selbstironie. Liam etwa zeigt, was sich seine Frau gekauft hat. Süßigkeiten und frittierte Hühnchenflügel. Er? Diätgetränke und Reiswaffeln. Eigentlich gehört dieser Kick gar nicht zum Man V Fat-Programm. Ben hat ihn organisiert, für sich und seine durchaus schlanken Freunde. Aber es sind immer mehr Jungs aus der Man V Fat-Gruppe dazugestoßen. Sie haben einfach Lust, wieder Fußball zu spielen. Richard zum Beispiel. Auch ihm sieht man den Gewichtsverlust an. Kilo in 6 Monaten. Er hat von 110 auf 94 abgespeckt. Inzwischen hält er locker eine Stunde durch. Als er anfing, wieder Fußball zu spielen, waren es 2 Minuten. Richard hat immer im Verein gespielt, bis er sich vor 10 Jahren so schwer am Knöchel verletzte, dass er aufhören musste. Danach nahm er zu. Sein Hund muss täglich ein paar Mal raus. Das hilft Richard natürlich beim Abnehmen.
Auch er ist Küchenchef, wie Ben. Übergewicht, in England ein Berufsrisiko? Seine Frau Steph teilt die Liebe zum Fußball. Sie spielt selbst seit ihrer Jugend im Verein. Als Richard im Internet die Seite von Man Wie Fett entdeckte, sah er die Chance, endlich selbst wieder zu spielen und dabei abzunehmen. Die Kumpel sind klasse. Wir lachen viel. Man nimmt ab, aber es ist nicht wie bei den Weight Watchers, wo du in einem Raum rumsitzt und jeder sagt, wie viel Gewicht er verlieren will und wie fett er ist. Du gehst hin und du hast Spaß. Und du machst genau das, was du willst. Du spielst Fußball und nimmst auch noch ab. Bis ich abgenommen habe, fand ich mich nicht so dick, wie ich wirklich war. Jetzt schaue ich zurück und denke, ich war schon ganz schön dick. Jetzt bin ich viel glücklicher als vorher. Vorher, als er so aussah. Steph hat ihren Mann nie wegen seines Gewichtes kritisiert. Jeder hat seine Persönlichkeit und seine Individualität, sagt sie. Ich bin glücklich, weil er sehr viel glücklicher ist. Wenn wir einkaufen gehen, sucht er sich immer seine gewohnte Größe raus. Und ich hole das nächst kleinere Stück, weil er nicht weiß, dass er es nicht mehr braucht. Und Fußball spielen. Er kommt immer begeistert vom Fußball zurück und spricht von der Freundschaft. Und die Kameradschaft im Team ist unglaublich. Es ist so eine fantastische Idee. Wir lieben es. Und uns beide. Natürlich hat auch seine Mannschaft, die Little Piggies, ihre eigene WhatsApp-Gruppe. Und weil Richard Küchenchef ist, fragen ihn die Kumpels gerne nach Diätrezepten. Da gibt es eine Menge Neckereien. Aber man kommt schnell zu den Fragen, was die Leute essen in der Woche, wie es mit dem Abnehmen läuft seit dem Spiel. Also es geht von den Scherzen zu den ernsten Sachen. Und die Gruppe ist toll. Aber das Telefon steht nicht still. Ob du bei der Arbeit bist oder während der Nacht, es macht bing, 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 die ganze Zeit. Ping, 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 all the time. Auch Benji von den 20 Stone nutzt deren WhatsApp-Gruppe. Er fragt Ben, der schon 25 Kilo weg hat, was der für seine Fitness tut. 50 Liegestütze und 100 Sit-Ups, schreibt Ben. Das ist noch ein bisschen viel für Benji, aber er geht neuerdings häufig zu Fuß. Ich war immer ein unbekümmerter Mensch, so sehe ich mich selbst. Aber im Spiegel habe ich nicht gemocht, was ich sah. Andere Leute sagen, mein Gott, wie viel hast du abgenommen? Du sagst es ihnen und sie meinen, großartig, unglaublich. Und ich gucke in den Spiegel und bin immer noch genervt. Ich will mehr verlieren, meine Wampe. Ich habe die Hälfte von dem, was ich will. Es geht in die richtige Richtung. Den Chips und Softdrinks zu entkommen, ist gar nicht so einfach in England. Richard und Steph müssen ein paar Meilen fahren, um einen Supermarkt zu finden, der gesunde Lebensmittel aus der Region vertreibt. Denn während der Ökolandbau europaweit wächst, schrumpft er in Großbritannien. Richard hat sich schon früher gesund ernährt. Sein Problem, sagt er, war die Tüte Chips, die er sich vor dem Essen reingezogen hat. Aber Fertiggerichte hat er nie angerührt. Doch genau das ist das Problem der Briten. Sie essen zu viel industriell hergestellte Produkte. Faulheit ist ein wichtiger Punkt. Die Leute gehen lieber raus und kaufen Fertiggerichte. Die sind voll von Zucker, den du nicht brauchst, Fett, das du nicht brauchst. Wenn du es selbst kochst, weißt du genau, was du reintust. Musst dir keine Sorgen darüber machen, was zugefügt wurde. Wenn du immer frische Produkte kaufst, kannst du nichts falsch machen. You can't lose. Richard spielt auch Sonntagsfußball. Die Kumpels von Man Wie Fett bringen sogar die Tore mit. Sie haben den Wochenendkick selbst organisiert. Gespielt wird auf einem Rugbyfeld des RFC Colchester, auf einem der hinteren Plätze. Eine bunte Truppe. Richard spielt mit Jungs aus den unterschiedlichsten Mannschaften. Sie trainieren für ein Freundschaftsspiel. Nacheinander werden die Spieler den Mannschaften zugeteilt. Ein bitterer Moment für den, der als Letzter gefragt wird. Richard ist es nicht.
see you hopping forward. Einige kicken schon länger auf dem großen Feld. Leute wie ich haben da seit 10 Jahren nicht gespielt. Deshalb müssen wir die Abseitsfalle trainieren und lange Bälle. Dann geht's los. 2x30 Minuten. Und diesmal muss jeder durchhalten. Für fliegende Wechsel sind sie zu wenig. Toll! Man V Fett hat sich innerhalb eines Jahres zum Erfolgsmodell entwickelt. In bisher 20 Städten gibt es spezielle Ligen für Dicke. 1500 Männer machen landesweit mit. 15.000 Kilo haben sie schon abgenommen. Das macht durchschnittlich 10 Kilo pro Kicker. Halbzeit. Durchatmen. Gegründet wurde Man V Fett vor einem Jahr von einem Journalisten, der selbst abnehmen wollte und für Männer kein geeignetes Programm fand. Für 25 Pfund im Monat ist man dabei. Eine Saison dauert 14 Wochen. Am Ende sollte man 5% seines Körpergewichts verloren haben. Die meisten schaffen mehr. Ricky hat noch ein paar Pfund vor sich. Mit 190 Kilo ist er Spitzenreiter in Colchester. Trotzdem spielt er eine Stunde durch und hat ziemlich viel Spaß dabei. Die meisten der Spieler haben über das Internet von dem Projekt erfahren. Manche, wie etwa Dan, auch von ihren Frauen. Meine Verlobte war diejenige, die es erwähnt hat. Ich weiß nicht, ob es ein Wink mit dem Zaunpfahl war. Sie ist sehr schlank. Sie kann essen, was sie will, und ich leide. Deshalb ist es gut, rauszugehen und was zu tun. Ich hoffe, ich bin eines Tages schlank. Was sagen eigentlich die Frauen zu Man V Fett? Steph, Richards Partnerin, trainiert einmal pro Woche bei Krista, dem Coach der dicken Jungs in Colchester. Soccer Size. Übersetzt heißt das etwa Kicknastik. Die Frauen haben kein Gewichtsproblem. Krista, Mutter von Zwillingen, ist Sportlehrerin. Sie hat in der höchsten englischen Liga gekickt. Fußball gegen Fett finden auch die Soccer-Size-Frauen genial. Alles, was Männer tun, ist Wettbewerb. Und Fußball ist ein Wettbewerbssport. Deshalb ist Fußball vor allem, wenn man durchs Abnehmen Punkte holen kann, perfekt für Männer. Es gibt viel mehr Werbung für Frauen. Für Männer, davon habe ich noch nichts gehört. Frauen gehen zu den Weight Watchers, machen alle möglichen Arten von Diäten, nehmen an Trainingskursen teil. Da habe ich noch nie einen Mann gesehen. Am besten wäre es natürlich, gar nicht erst zuzunehmen. Dann bräuchte es weder Diäten für Frauen noch Fußball für Männer. Für Krista hat Fettleibigkeit auch mit Armut zu tun. Gesundes Essen kann recht teuer sein. Und die Leute haben Geldsorgen. Sie müssen Rechnungen begleichen und Hypotheken abzahlen. Essen ist da das Letzte, was Vorrang hat. Der Parkpavillon in Harwich, eine halbe Autostunde von Colchester entfernt. Für Benji geht es heute um viel. Er spielt um den Distriktpokal. Noch ein paar Trainingswürfe. Die Nervosität ist groß. Die Versuchungen sind es auch. Doch Benji hält Stand, rührt kein Bier an. Ein letztes Küsschen von Gattin Amy, dann wird's ernst. 5 Spiele gegen Sean Fox, den Favoriten. Sean legt vor, 1-0. Amy ist mitgekommen, um ihren Mann zu unterstützen. Die Großeltern kümmern sich um die Kinder. Und tatsächlich, Benji gleicht aus. Game shot in the second leg to Ben Ettridge. Third leg is shorter, throw first. Doch dann der Entscheidungssatz. Benji hat eine ganz schlechte Serie. Schon vor dem letzten Wurf des Gegners weiß er, was droht. Sean muss noch 32 Punkte werfen. Er trifft die Doppel-16. Game shot. Vorbei. Benji ist im Halbfinale ausgeschieden.
Doch der Niederlage im Darts folgt der Sieg auf der Waage. Bauch geschrumpft, Fett verbrannt. Und du machst die Slimming World Diät. Wie läuft's? Ich liebe es. Aktivitäten, Benji? Was hast du gemacht? Nichts. Aber eigentlich will er seine schlaffen Titten, wie er sie nennt, ein wenig in Form bringen. Krista empfiehlt Gewichte stemmen. Ich mach dir einen Plan. Komm zu mir, wenn's dir passt. Ich mach dir einen Trainingsplan. Ja, von der Diät her großartig. 1,9 Kilo hat Benji in dieser Woche abgenommen. Weg ist weg. Bin auf einem nützlichen Gesundheitstrip. Weg ist weg. War eine gute Woche. So kann's weitergehen. Das wollen sie alle. Und Benji ist schon ziemlich weit gekommen. In 4 Monaten hat er 30 Kilo verloren. So sah er noch im Januar aus. Abnehmen ist das Thema der Männer, auch in der WhatsApp-Gruppe. Liam schreibt, dass er seinen Pimmel wieder sehen kann. Nachsatz: Er ist kleiner, als ich ihn in Erinnerung hatte. Englischer Humor. Aber diesmal wird es echt knapp für Liam. 100 Gramm hat er in der letzten Woche abgenommen. Aktivitäten? Ich sitze auf meinem Hintern und fahre den ganzen Tag Bus. Aber am Dienstag bin ich mit Ben zum Fußball gelaufen. Christas Trost, auch 100 Gramm reichen, um für die Mannschaft zu punkten. Über Ben ist derweil ein Artikel in der Lokalzeitung erschienen. Bin das ich? Mann, ist das ein großes Trikot. Draußen herrscht englisches Wetter. Es schüttet. Aber die 20 Stone haben auf der Waage schon mal kräftig gepunktet. Christa hat die neuesten Zahlen. Jeder hat abgenommen. Das gibt Zusatzpunkte fürs Team. Auch die anderen nehmen ab. Selbst Ricky, der 190-Kilo-Kicker, hat ein paar Gramm verloren. Ich genieße jedes Spiel. Letztes Mal haben wir verloren. Aber wir haben Spaß. Wenn alle hier auftauchen und abnehmen, bin ich glücklich. Release! Get back! Come on! Boys, help him! Save! 9 Uhr abends, die dritte Paarung. 20 Stone gegen FC Barcelona. Der Gegner geriet schnell unter Druck. Und dann dieser Wahnsinnshammer von Lloyd. Die 20 Stone spielen im Vergleich zur Vorwoche wie ausgewechselt, bissig und aufeinander abgestimmt. Eine Woche haben sie Diät gelebt, aufs Bier verzichtet, trainiert, Ballast verloren. Und heute werden sie gewinnen. Vier zu eins. Wir haben gut gespielt. Viel besser als letzte Woche. Wir haben den Ball flacher gehalten. Mehr Kommunikation. Wie fühlst du dich? Müde. Ich habe Seitenstechen und es regnet dermaßen, dass ich kaum was sehe. Ich hätte besser mit Kontaktlinsen gespielt, aber es ist, wie es ist. Spiele ich eben ein bisschen weniger. Ist ja ein Mannschaftssport. Ich fühle mich besser. Ich habe keine Beschwerden, keine Muskelschmerzen. Es ist viel besser als letzte Woche, viel besser. Und du hast getroffen? Ja, gestern im Training habe ich keinen Ball getroffen. Und heute, echt, ein Schuss, ein Tor. Guter Tag. Am Ende steht es 4:2 gegen den FC Barcelona. Sieg auf dem Platz, Erfolg auf der Waage. Die 20 Stone sind auf Platz 2 vorgerückt. Und die Jungs sind stolz auf sich. Man wie Fett funktioniert. Cheers, Mascot.